unsere Hände? Oh Gott, hier kann man ja viele Fragen stellen. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fazar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Wenn man mit einem Schnippen einen Zauber einfach alles verformen kann, das wäre cool. Da könnte man riesige Gebäude erschaffen, Dungeons oder solche Grabkammern wie der hier. Krass. Eine schöne Macht. Die Maske von Malakar. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Okay, auch nicht schlecht. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Rashtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Rashtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Nun gut, dann nochmal zur Schlacht. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Wenn. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Doch, ich bin hier. Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piratek? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Dieser Piratek. Okay. Gut, wir können uns einmal umschauen, was es hier gibt. So, es gibt zum einen den Grabeingang. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium bitte! Ich brauche Ruhe. Haha. So. Was ist, wenn wir jetzt mit Linksklick drauf machen? Haltet Abstand! Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Okay, dann haben wir da einen Zierbogen. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Könnte ja sein, dass da irgendwie so ein Schalter verborgen ist, oder? Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Vielleicht um irgendwas reinzustecken. Was ist da hinten? Es sieht aus wie Blut. Was? Für mich sieht das wie Wasser aus. Es sieht klebrig aus und giftig. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Arm. Eieiei. Ach so, das war mal eine Statue. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Wohl wahr. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Uiuiui. Hoffentlich war das der Letzte. Bleib unten. Aber vielleicht kann man ja dem irgendwas entnehmen. Säulen, es sind auch so Einkerbungen drin. Sie beobachten mich. Sind das Augen? Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Oh, das ist dann nicht gut. So, ich glaube, wir müssen hier vorgehen zur Halle und irgendwas anderes suchen, während der Magier... Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Nein, die geht trotzdem. Tschüss, Krieger. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben.
Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monden bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Aha, dann sind wir also die Ur-Ur-Urenkelin. Da oben stehen die Guten. Oh Gott, das sind ja Riesenhallen. Hier oben das ganze Gesicht, das sieht ja der Koloss. Das sieht ja Wahnsinn aus. Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Aha. Und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Der dein Ur-Ur-Uropa war oder Ur-Urvater oder wie man das nennt das? Ur-Ur-Urenkelin, dann war das dein Ur-Ur-Urgroßvater. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich tausendfach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Oh, sie will also groß sein. Eieiei, was ist denn mit dir los, Prinzesschen? Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Okay, der steht nur da. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Wow, Das. Ach, das ganze Ding ist eine Hand. Auch nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. Eine große Finger, Hand. Ja? Weiter nichts. Naja, aber könnte doch was sein. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim. Du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Hä? Was wurde denn ihr angetan? Das frage ich mich. Grabeingang. Da waren wir ja gerade drin, nicht wahr? Ich muss da rein und die Waffe finden, sonst war alles umsonst. Okay, sie hat also auch... Der einzige Weg hinein oder hinaus ist die Tür. Die hat also auch Absichten schon mal. Da, die Ruinen. Es heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat 2 Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. Mhm. Ich habe es nicht verdient, zurückzukehren. Nicht ohne die Maske. Ja, aber wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rüber. Wo ging es hier nochmal lang? Ah, da zum Kampfplatz. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht sehen wir ja da irgendwas. Was übrig geblieben ist. Wow. Okay, hier sind wieder Wächter, die überall verstreut liegen. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie auch nicht. Dahinter liegt die Grabkammer. Ach, vielleicht kann man auch von der Seite rein. Wenn ich sie irgendwie einreißen könnte. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Da hast du recht. Säulengang. Dahinter liegt der Grabeingang. Da waren wir gerade, ne? Ich höre nichts außer dem ratlosen Murmeln des Magiers und dem wütenden Selbstmitleid des Kriegers. Tja, die Dass warten halt auch... Dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben, grenzt an ein Wunder. Die warten halt auch darauf, endlich da reinzukommen. So, Harun. Ach ja, das ist ja der gestorben ist. Für die Prinzessin, ne? Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Boah, ist eine ziemlich große Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Ja, aber vielleicht kannst du in seine Tasche schauen. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Das nehmen wir doch mal mit, Sie oder? Hängt genau außer Reichweite. Och nee, auch das noch. Haben wir denn was im Inventar? Oh, ein Rubin, was ist das denn für mein einer? Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Okay. So, was haben wir hier eigentlich noch? Was ist denn das für ein Monstrum? Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Aber ihr habt ihn anscheinend auch besiegt, ne? Bastard. Oh.
Irgendwie ist die Prinzessin hier sehr merkwürdig, finde ich. Oh, was liegt denn da? Ein Dolch. Das war Haruns Dolch. Ja, den könnten wir doch brauchen, oder? Vielleicht kommen wir jetzt schon an die Tasche ran, oder? Ah. Och. Weggeflogen, der Mist. Dann müssen wir jetzt doch hier nach unten. Ey. Wo geht's denn hier runter? Ach da, zur Halle. Nee, zur Halle möchte ich doch nicht. Oh, ich möchte da runter. Ach so, jetzt. Das Bild, das zieht ja ein bisschen nach. Ach, da liegen jetzt die Sachen. Einmal verbannt. Eine Rolle verbannt. Die ist nützlich. Nehmen wir auf. Dann, was haben wir da? Eine Bürste. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Aha. Also packen wir die ein und ein Fläschchen Alkohol. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Vom Alkohol. Dann hat die Birne holt. Was lag da gerade noch? Nix mehr, ne? So, was ist das? Ein Seil. Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Tja, dann hättet ihr nicht so viel kämpfen müssen. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Irgendwie ist sie schon hart. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Aha. Irgendwie ist sie schon relativ hart, die Prinzessin. Ich weiß nicht, warum, aber... Irgendwie schon strange, die Gute. So Bürste verbannt. Vielleicht können wir hier den Felsen bürsten. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, alles klar. So, wir gehen mal zurück zur Halle. Mit Doppelklick können wir wieder sofort rein. Und vielleicht können wir ja die Tür ein bisschen frei bürsten, dass der Magier vielleicht ein bisschen mehr sieht. Probieren wir es einfach mal. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Bürsten. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Den Dreck mach weg, den Dreck mach weg. Was gibt's denn da nicht zu check? Was siehst du? Zurück. Schon sauber. Ah. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Aha. Na und schon geht's auf einmal sauber auf, siehste. Muss man nur ein bisschen putzen, dann ist die Tür... Bei allen zwölf Göttern! Nein. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Na gut. Haben wir so ein Käferbein? Wir müssen es kleben. So, das Käferbein. Wo ist denn das jetzt? Das müsste doch in unserem Inventar sein. Vielleicht können wir es mit Alkohol ein bisschen fixieren. Nein, das ist es nicht. Nicht? Das ist es nicht? Was ist es dann? Vielleicht ein Verband? Ich sehe keinen Zusammenhang. Ey, wo ist jetzt... Hat der das Ding genommen oder was? Krieger. Ach, der Krieger kann vielleicht den Verband gebrauchen, weil guck mal, der hat ein verwundetes Bein. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Na gut, dann vielleicht ein bisschen Alkohol. Lieber nicht. Oh, okay. Der hier vielleicht, der Magier? Nein, danke, Prinzessin. Okay, wie sieht's mit dem Verband aus? Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Vielleicht können wir ein bisschen kombinieren. Moment, wir könnten vielleicht mit dem Dolch ein bisschen Verband abschneiden. Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Okay, dann halt nicht. Es gibt bestimmt... Was ist mit dem... Oder hier, Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Wollt ihr doch jetzt gar nicht mal demarkieren. Vielleicht den Verband ein bisschen mit Alkohol betupfen. Oh, hier, guckt mal. Alkoholgetränkter Verband. Er riecht nach Pflaumen. Ja, das ist ja egal, nach was er riecht. Geben wir das mal dem Krieger. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Beeindruckend. Okay, dann dem Magier. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Schade. Was denn dann? Säulen? Rachwahn? Will der was haben? Er ist ein flinker Kämpf. Wächter. Alkoholgetränk. Na, vielleicht können wir da am Grabeingang was machen.
Die Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Was können wir jetzt noch machen? Rubin, vielleicht können wir das dem Magier zeigen. Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Okay. Säulen. So, alkoholgetränkter Verband. Was können wir denn damit machen? Können wir mit dem Wächter irgendwas machen? Mit den Säulen? Oder, da mit dieser komischen Flüssigkeit können wir vielleicht ein bisschen mit dem Verband was auffangen, oder? Mir fehlt die Vision. Die Vision? Oder die Flasche füllen das mit dem Zeug? Das bringt mich nicht weiter. Ach, es geht auch nicht. Geht überhaupt was? Vielleicht damit? Mir fehlt die Vision. Ach, ich habe aber eine Vision. Die Säule geht damit auch nicht, oder? Nein. Nein, 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 nein. Zierbogen. Alkoholgetränkter Verband. Ich muss sparsam mit dem Verband umgehen. Viel habe ich nicht. Okay. Ja, ich gehe nochmal zurück zur Halle. Vielleicht können wir ja mit dem Verband irgendwie die Fackel. Felswand, wobei. Die Felswand, damit können wir ja auch nichts machen mit dem Dolch und der Felswand, oder? Davon brauche ich kein Stück. Von Harun ein Stück vielleicht. Hoho. Er ist tot. Er ist tot. Alkoholgetränkter Verband. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ja, das Feuer geht nicht, ne? Alkoholgetränkter Verband an der Felswand ist auch Käse. Nein. Ein Wächter, der hat ein gebrochenes Bein. Können wir aber auch nichts machen, ne? Das würde ihm nicht... Nicht gefallen, nee. Das ist mir klar. Oh, was ist denn das? Eine Bruchstelle? Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Okay. So, die Hand, der Wächter. Hand, Wächter, Grabeingang. Bruchstelle, damit können wir ja auch nichts machen. Davon brauche ich. Nee, ich denke, wir müssen wieder zum Eingang rein hier. Und irgendwas muss es hier geben, dass wir da weiterkommen. Wir haben ja nur diese Zierleiste und diese Säulen hier. Vielleicht die Säulen mit dem Rubin irgendwie. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Und der Grabeingang mit dem Rubin geht auch nicht. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Geht auch nicht. Einkerbungen mir waren fehlt doch hier. Die Vision. Moment, hier waren doch überall Einkerbungen. Kann man da vielleicht mit dem Dolch was wegritzen? Es gibt bestimmt wegritzen? Eine andere Lösung. Nein, geht wieder nix. Ich muss sparsam mit... Okay, mit dem anderen Verband aber auch nicht, ne? Ich muss sparsam... Okay, alkoholgetränkter Verband. Vielleicht damit das Messer? Ich sollte mit dem was... Das geht auch nicht. Oder der Rubin? Der Weg der Willkür... Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg, ich weiß, ich weiß. Ist ein Messer mit der Alkohol? Weg der nee. Ach. Was ist denn jetzt mit den Beinen? Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Sie halten nicht. Ja, man braucht irgendwas Klebriges. Kann ich nicht hier das... Das sieht klebrig aus. Ich sehe keinen Zusammenhang. Der hat doch gesagt, das sieht klebrig aus. Moment, schneide doch mal hier ein bisschen Verband ab. Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Ja, dann mach's doch. Ich hätte gerne ein Stück. Wie blöd ist denn die? Ich kann den Verband... Ach. Ich hätte gern ein bisschen was davon gehabt. Oder können wir hier nochmal was zusammenfügen? Das haben wir ja schon. Ich sehe keins. Das ist doch klebriges Zeug, nicht wahr? Und das müssen wir doch irgendwie aufsammeln können. Vielleicht mit dem Dolch. Ach! Jetzt ist die Klinge klebrig. Ach, jetzt ist die Klinge klebrig. Na komm, da kleben wir das mal. Davon brauche ich kein Stück. Na dann halt das Käferbein. Hier. Kleb damit das Bein. Okay, ich dachte, dass man das an Verband tut. Wäre mir ein bisschen logischer erschienen. Wie an die Klinge. Naja, gut. Aber wenigstens kriegen wir so jetzt das Tor auf.
Wow. Klatsch. Oh, da leuchtet die Schrift. Das ist ja fast wie bei dem Eingang von Moria.